Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ja, das ist heute ein schwerer Abend für uns als Partei. Wir haben deutliche Verluste zu verzeichnen und wir haben uns alle miteinander ein besseres, ein anderes Ergebnis gewünscht. Ich finde, es ist jetzt in den nächsten Tagen und Wochen die Aufgabe zu analysieren, woran es gelegen hat, was wir besser machen können, weil eines ist doch klar, die Linke wird gebraucht in diesem Land. Und nicht für sich selber, sondern für all die Menschen, die doch so wenig gehört werden. Wir haben doch im Wahlkampf deutlich gemacht, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergehen darf. Dass wir die Partei der Mieterinnen und Mieter, der Pflegekräfte sein wollen. Dass wir die konsequente Friedenspartei sind und für den Umweltschutz und den Klimaschutz stehen. Das haben wir versucht deutlich zu machen. Und wir müssen in den nächsten Wochen und Monaten analysieren, woran es gelegen hat, was wir besser machen können. Ich möchte aber natürlich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Ich war in den letzten 5 Wochen in ganz Deutschland unterwegs, in über 50 Städten. Wir waren alle unterwegs. Und ich habe vor Ort so viele tolle Mitglieder erlebt. Die Direktkandidaten und Direktkandidaten, die sich reingehangen haben. Die Mitglieder, die ihren Jahresurlaub genommen haben, um Plakate zu hängen, um Haustürgespräche zu machen, um Flyer zu stecken. Ihr seid das Herz und die Seele dieser Partei und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr diesen Wahlkampf so gerockt habt, dass ihr ihn so auf die Beine gestellt habt, dass ihr ihn so gut organisiert habt, dass ihr so viele mobilisiert habt. Das macht diese Partei aus und deswegen ganz herzlichen Dank an alle Wahlkämpfenden in dieser Partei. Wir haben viele große Veranstaltungen gehabt. Wir haben über 150.000 Haustürbesuche gemacht und ich freue mich auch über die über 1.000 Neumitglieder. Aber das alles kann ich hinwegtäuschen über dieses Ergebnis. Das ist ein schwerer Abend für uns, das ist auch ein schwerer Schlag für die Linke. Jetzt lasst uns heute Abend gucken, wie es ausgeht. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende die 5 vorne haben. Ich habe in Hessen einige Wahlabende erlebt. Das ist immer gut ausgegangen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das heute Abend schaffen. Aber es gilt, wir gewinnen gemeinsam und verlieren gemeinsam. Wir sind eine Partei. Und deshalb lasst uns auch in dieser schweren Zeit jetzt zusammenstehen, zusammenhalten. Wir sind die Linke.